Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Medieval Dynasty. Ja, wir haben da hinten endlich unseren Holzschuppen, da haben wir unsere Jägerhütte. Die Inga, die arbeitet hier jetzt als Feldarbeiterin, was mir sehr gefällt. Den Jacob, den werde ich mal kurz einen anderen Job geben, und zwar hier mit dem Holzfäller. Wir brauchen noch ein bisschen Holz. Wäre gut, wenn wir nebenbei hier den als Sammler hätten. So, dann haben wir ja unsere Jagdaufgaben. Die würde ich gerne machen. Da würde ich anfangen, ja, vielleicht mit Hirschen erstmal. Ich guck mal im Inventar gerade. Den Bogen müssen wir noch ausrüsten und die Pfeile auch. Dann machen wir das gleich mal. Dann trinken wir uns noch was an. So. Ich guck mal gerade, wo ich noch breitwegerig habe. Hier vorne liegt noch ein bisschen was. Würde ich nämlich gerne noch ein bisschen mitnehmen, bevor wir auf die Jagd gehen. Nicht, dass ich dann doch Energie verliere. Kann ja doch mal passieren. Vor allem, wenn man gegen Wölfe oder Bären kämpfen muss. So, haben wir. So, das sollte genügen. Dann würde ich sagen, gehen wir mal Richtung Hornitzer. Weil da ist ja auch eine Quest und außerdem ist da schönes Gebirge, wo sich auch die Bären in Höhlen rumtummeln. Oder auch draußen. Und ja, da wir ja einen Bären jagen müssen, passt das ja auch. Gut, heißt also, wir müssen nach Süden laufen erstmal eine Weile oder nach Südosten mehr. Wir folgen einfach mal den Wegweisern so ein bisschen. So, wo geht's denn? Gostovia, Deniza. Okay, da wird halt noch nicht angezeigt. Dann gehen wir erstmal hier den Weg lang. Wollte gerade sagen, steht da schon ein Wolf, kann ja nicht sein. Das Gebiet ist hier eigentlich nicht für Wölfe. Also klar, die suchen sich selber ihr Gebiet aus, sag ich mal, aber das Gebiet hier ist noch nicht Wölfegebiet. So. Hoffen wir mal, dass wir nicht von einem Wolf angeknabbert werden. Ja, dass wir die vorher so ein bisschen erlegen. So, wie laufen wir jetzt? Genau. Oh, da haben wir ein ganz schönes Stück zu laufen, auf jeden Fall nach Hornitzer. Ah, Mist. Da ist noch eins. Habe ich das überhaupt erwischt? Das habe ich erwischt. Jetzt auf jeden Fall. So. Halt liegen. Bleib jetzt liegen. Na, geht doch. Bisschen Fleisch und Leder nehmen wir immer mit. So, sehr schön. Hops und hoch mit dir. Wir jagen erstmal die Hirsche hier ein bisschen. Immer noch drei Pfeile. So, mal ein bisschen Luft holen kurz. Und dann den. Na, oh, weil der sich gerade gebückt hat, ich glaub's ja. So, geht doch. Vier Hirsche haben wir schon mal. Brauchen wir nur noch sechs. Drei Wölfe fehlen uns noch, zwei Wiesent und ein Bär.
Das wird auf jeden Fall eine Herausforderung, vor allen Dingen mit den Bären. Weil die können sich sehr gut wehren, die Bären. So. Laufen wir richtig? Naja, fast. Wir müssen ein bisschen schräg laufen hier rüber über den Berg. So. Ja, waschen müssten wir uns auch mal, damit wir keine Infektion vielleicht kriegen oder sowas. Kann ja passieren, denke ich mal. Ich hoffe es einfach mal nicht, aber wir wollen es auch nicht drauf ankommen lassen eigentlich. Aber dazu bräuchte ich zu Hause so einen Waschbottich. Den werden wir auch als nächstes noch bauen. Auch für die anderen Häuser am besten noch. So. Haben wir noch ein Hirschilein? Bleib stehen, Hirschilein. Sehr gut. Kopftreffer. So. Also manchmal trifft man die auch oder erlegt man die auch mit zwei Pfeilen und manchmal mit einem Pfeil, je nachdem halt wie man trifft, wahrscheinlich auch. Wobei beim Wiesent habe ich ja schon so oft den Kopf getroffen und das Vieh rennt immer noch wie ein Blöder. Beim Reh ist vielleicht was anderes. So. Den einen habe ich wahrscheinlich daneben gesetzt irgendwie. So, da holen wir uns mal das Fleisch, dann haben wir schon 6 Rehe erlegt. Da ist ein Pfeil gelandet, irgendwo hier unten. Hier nehmen wir mit. Wo sind wir denn jetzt? Wir sind hier, okay. Hups. So, wir müssen noch weiter nach Osten. Nach da. Neues Gebäude freigeschaltet. Schweinestall. Ey, geil. Jetzt geht's ja los hier. Jetzt können wir schon Schweine halten. Und Hühner. Oh, es läuft doch. So, hier waren, glaube ich, die Wölfe, kann es sein. Da vorne ist ein Wiesent. Na, so ein Vieh müssen wir auch noch jagen. Da ist noch ein Wiesent. Na, kipp doch mal um endlich. Ey, wie viel. Jetzt. Das haut ab. Okay, soll jetzt erstmal abhauen. Schnappe ich mir erstmal das Wiesent hier. Sehr gut. Ja. Ja. Ich bin Robin Hood. Der Rächer der Enterbten. So, dann mal her mit deinem Fleisch und deinem Leder. Oder Pelz. Je nachdem. Nee, doch, der hat Pelz und Leder, beides. Das ist natürlich klasse. So. Und wir haben schon ein bisschen was zu tragen. Da ist ein Wolf. Daneben. Die Wölfe sind auf jeden Fall gefährlich, da müssen wir wirklich aufpassen. Da ist auch einer. Gut, wir holen uns erstmal Energie.
Die Stamina muss erstmal hoch sein wieder. Wie weit ist denn das noch bis zum Dorf? Eigentlich nicht mehr so weit, wir müssen da lang. Ja. Sehr gut. Das Reh haben wir auch. Muss echt aufpassen wegen den Wölfen. Boah, ich muss an jeder Ecke aufpassen. Das ist schon kacke. Da ist einer. Hätte ich jetzt ohne weiteres nicht gesehen. So. Von dem nehme ich jetzt aber nichts. So. Gut, dass wir die Tiere jetzt auch so erkennen können. Da ist ein Fuchs. Da unten ist ein Weg und ein Bach. Das ist auf jeden Fall gut. Wir brauchen noch zwei Wölfe. Okay. Ich hoffe, hier ist jetzt kein Wolf in der Nähe. Nee. Sieht erstmal nicht so aus. Da hinten ist, glaube ich, schon das Dorf. Erstmal trinken wir was. So, dann haben wir auf jeden Fall ein bisschen was zu verkaufen, hoffe ich. Muss ich gerade mal gucken im Inventar, was haben wir denn überhaupt bei? Ja, Leder haben wir, Pelz haben wir da, Stöcker, Stroh, die Kohlsamen auf jeden Fall. Die würde ich schon gern verkaufen. Und dann müssen wir mal gucken, was wir noch so loswerden. Feuerchen müssen wir auch machen am besten. 3 von 16, na gut, da fehlt uns noch ein bisschen was. Da sind Füchse, die brauchen wir jetzt aber nicht unbedingt. Wir brauchen eher Hirsche. Und da ist ein Wiesent noch. Brauchen wir auch nicht mehr. Haben wir auch schon alle erlegt. So. Nun sind wir im Dorf, wo wir auch die Quest haben. Welche das sein wird, werden wir gleich sehen. Und abrupt hat die Musik aufgehört. Sehr gut. Sowas liebe ich doch. So. Da ist ein Laden. Und da und da. Wir quatschen mal kurz mit dem hier. Der sieht ein bisschen aus wie Unimost. Warum nicht? Okay. Der wünscht sich die Kleidung von einem Adligen. Ja. Dann bist du dir halt nicht sicher, ob das war. Es ist mir egal. Kann man hier rein? Nein. Gut, dann muss ich mal gucken, ob hier irgendwo der Laden ist. Ja, hier drin. Wer ist denn hier? Carolina. Was bräuchtest du denn? Ich habe hier genug Fleisch. Kann ich dir geben? So. Dann haben wir hier noch Kohlsamen. Bitteschön. Haben wir auch noch sehr viel davon. Leder und Pelz kann ich da auch noch geben. So, dann haben wir unser Inventar auf jeden Fall ein bisschen geleert. Wir können ja mal was essen kurz. Wir haben ja ein bisschen Hunger. Und jetzt nicht mehr. Jetzt war voll. Sehr gut. Jetzt gucken wir mal wegen der Quest. Die möchte der hier. Kann ich dir bei etwas helfen? Hör zu, ich brauche einige Crafting-Materialien. Wirst du sie mir besorgen? Natürlich. Hier muss ich gucken. Handwerker, der braucht 6 Steine. Gut, bringen wir ihm 6 Steine. Ah, stimmt, ich wollte ja hier eventuell auch was kaufen. Da müssen wir mal gucken, ob wir was finden, was wir kaufen können. So, Stöcker. Brauche ich nicht. Ich brauche Steine. Da. 2 Steine.
Stein E. Wo seid Stein E? Da ist ein Stein. Da ist noch ein Stein. Genau, Fuchs. Lauf mal weg. So, 6 Steine. Das war's auch schon mit den Steinen. Das war die Quest. Naja, war eine einfache. Warum muss man es auch immer schwer haben, ne? Muss hier hin. Nee. Wo ist denn der jetzt hin? Ach Quatsch, falsche Taste. Wo ist denn der jetzt hin? Ach, der ist ins Haus gegangen oder was? Nee. Nicht ins Haus. Hier ist er. Wer hat denn sich so schnell umgesetzt hier? Und was hast du für mich? Ich hab alles. Bitteschön. Reputation plus 15. Sehr schön. Was machen wir denn jetzt? Wir machen die große Wildjagd weiter. Vorher wollten wir noch in den Laden nochmal gucken, was die so anzubieten haben. So, was mit dir, Jan? Zeig mir mal deine Ware. Eisenhacke, Spitzgehack wollten wir holen. Eine reicht. Eisenpfeile, 128, 40 pro Stück. Schon krass heftig. Aber egal. So, wir haben unsere Spitzhacke, das ist doch schon mal wunderschön. Und dann können wir uns ja mal hier ein bisschen umschauen, ob wir hier ein paar Beeren finden. Hier ist ein super Gebiet für Beeren eigentlich. Müssen wir mal gucken. Hoffen wir mal, dass wir hier auf einen Bären treffen. Ein Bär reicht mir auch völlig aus. Gucken wir uns mal hier ein bisschen um. Breitwegerig haben wir ja genug da zum Glück. Falls uns mal ein Bär oder irgendein anderes Tier attackieren will. Okay, hier ist nichts. Ja, wir müssen wohl noch ein bisschen suchen. Bären sind auch nicht so einfach zu finden, sag ich mal. Okay. Da ist ein Fluss unten. Also ich denke mal, die Bären halten sich hier so eigentlich auf im Gebirge. Müssten ja auch Höhlen geben. Theoretisch. Aber anders, also praktisch sieht es ja manchmal auch ein bisschen anders aus, dass die halt nicht hier sind. Vielleicht sind die gerade unten irgendwo im Tal, also weiter rein im Tal sozusagen. Weiß man alles nicht. Aber eigentlich halten die sich mehr im Gebirge auf. Ah, hier ist nichts. Komisch, sonst habe ich immer gleich einen Bären irgendwie mal am Hacken. Ich brauche eigentlich bloß mal kurz eine Höhle oder sowas. Dann hätten wir auch schon einen Bären vielleicht. Oder zumindest wüssten wir, wo die Bären sind. Einmal einen Rundumblick. Ja, das ist ja jetzt so doof. Jetzt haben wir den weiten Weg hierher gemacht. Na gut, wir haben die Quest erledigt. Aber den Bären... finden wir anscheinend nicht so leicht. Ich kann sagen, ist das eine Höhle hier? Aber nein. Ist nicht. So, noch ein bisschen laufen. Vielleicht mal darüber ins Gebirge.
Vielleicht ist da noch ein bisschen was zu sehen. Könnte bäriger aussehen. Zu essen haben wir ja noch ein bisschen was bei. Glaube ich. Wenn nicht, dann jagen wir uns was. Ist alles kein Problem. So, das hier sieht doch auch nach einem guten Gebiet aus für Bären. Da ist doch einer. Noch einer. Zwei Bären gleich auf einem Fleck, ey. Das ist natürlich schön auf eine Art. So. Ab in Poppes. Na, die Bären halten noch ein bisschen mehr aus. Sie haben ja dicke Pelz. Jetzt muss ich natürlich gucken, welchen Bären nehme ich jetzt. Der andere ist natürlich ein bisschen mehr verwundet. Na, ja, keine Pfeile mehr. Beziehungsweise wir haben die ja hier im Inventar noch zum Glück, aber müssen halt selbst nochmal neu auswählen. Der erste ist schon mal gefallen. Mist. Ja, komm, dann ruhe ich noch mal aus kurz. Dann können wir jetzt. Sehr schön. Und wir können eine Fischerhütte bauen. So, da haben wir erstmal zwei Bären erlegt hier. Wo wir noch mal ein bisschen Fleisch bekommen. 10 Stück. Und dann können wir uns wieder auf den Weg nach Hause machen. Wird ja doch ein bisschen dunkel jetzt gerade. Jetzt brauchen wir halt nur noch 2 Wölfe und 3 Hirsche. Genau, ich muss da lang, oder? Kann das sein? Tatsache. Ich muss hier bloß über den Berg watscheln. Na, dann passt das ja. Haben wir unsere 2 Bären wenigstens. Also einen Bären braucht ich ja bloß, aber lieber 2 haben, die sind sowieso meistens zu zweit. Da muss man ja beide erlegen. So. Gehen wir noch weiter hier runter den Weg. Und dann dürften wir eigentlich keine Gefahr mehr haben hier. Die Wölfe laufen ja eher woanders lang noch. Nach den Wölfen schauen wir beim nächsten Mal dann. Es sei denn, wir stoßen jetzt natürlich nochmal auf 2. Dann mache ich die sofort weg, aber schauen wir mal. Karte, ja, läuft gut. Einfach nur geradeaus eigentlich. Und dann sind wir schon bei uns im Dorf. So. Ja, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Haben wir ja schon mal ein bisschen was erreicht wieder. Ah, toll. Die habe ich jetzt verschreckt. So. Ah, Mist. Der ist weg, oder? Nee, der ist nicht weg. Da ist er. Also ein Steinfall. Da ist auch der Hirsch. So. Wunderbar. Haben wir noch ein bisschen Fleisch und Leder wieder abgegriffen. So, jetzt brauchen wir noch 2 Hirsche.
Wie weit haben wir es noch? Auch nicht mehr weit. Sehr gut. Und wir sind schon wieder ein bisschen beladen. Na toll. Aber na gut, was soll's. So, haben wir denn hier noch irgendwas? Nee. Dann machen wir mal unsere Fackel an von Fackelmann. Dann laufen wir nach Hause. Wird ja doch langsam ein bisschen spät. So. Die Fackel hat auch ganz gut gehalten. Die haben die gar nicht so oft benutzt eigentlich. Ist schon ganz gut. So, wie weit haben wir es noch? Okay, wir müssen jetzt hier über die Brücke noch und dann sind wir ja schon fast da. Beziehungsweise ich werde mal durchs Wasser gehen eventuell. Weil ich bin ja doch ein bisschen schmutzig. Waschen müsste ich mich ja sowieso, also ab durchs Wasser. Fackel machen wir mal aus. Nicht, dass die noch nass wird, ne? Trinken tun wir auch noch nebenbei. Sind wir wieder aufgefüllt. Okay, die Fackel wird nicht nass. Alles klar. Hätte ja sein können. So, aber zum Glück haben wir es nicht mehr weit nach Hause. Einmal noch hier querfeld ein und dann passt das schon. Häuser müssten auch gleich zu sehen sein. Und ich frage mich ja, wie es meiner lieben Frau geht. Da dürfte ja auch schon wieder das Feld vor allen Dingen gut gemacht worden sein jetzt. Da sind die Häuser. Ja, mal schauen, wie weit sie gekommen ist schon. Einer allein auf dem Feld, ey, das ist auch ganz schön heftig eigentlich. Aber na gut, wir brauchen ja so viel Essen. Ich kann ja mal kurz gucken, wie es hier aussieht. Holz haben wir 8, Nahrung haben wir 4800, Gebäude 9 von 12, Bevölkerung 5, okay. Ja, da müssen wir uns auf jeden Fall noch ein paar Leute ranholen. Das ist sonst zu wenig, weil wir haben nicht, wir haben die ganzen Arbeitsplätze noch zu belegen. Das wird noch ein bisschen was. Da wird noch ein bisschen zu tun sein. Auf jeden Fall. So. Unsere schöne Werkstatt. Unser Ressourcenlager. Da können wir auch gleich mal was einlagern. Die Inga, die arbeitet noch. Okay. So spät noch. Ist doch schon Bettchenzeit. So. Hey, Schatzilein. Was machst du denn hier noch? Aussehen tust du schon. Das ist natürlich schön. So. Warum bist du denn nicht sicher? Ich sehe doch aus wie eine Drecksau. Mir tut's überall weh. So, na gut, dann gehen wir einfach mal schlafen, ist ja auch schon spät. Machen wir noch knackige Feuerchen hier an. Und dann ab in die Eier. Ja, und das war's auch schon wieder mit dieser Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und ciao.